Nachdem es in den letzten paar Folgen wieder um die Haupthandlung und den Plan der Kaminoaner ging, veröffentlichte Disney Plus heute wieder eine Folge, in der die Kloneinheit 99 einer Mission nachgeht. Dieser führt sie dieses Mal nach Raxus, wo wir erfahren, dass selbst die Konföderation unabhängiger Systeme durch eine imperiale Annexion am Ende der Demokratie steht. Die Jungs von Bad Batch, die Omega dieses Mal zu Hause gelassen haben, setzen hierbei Druidenkracher ein, um die Klonsturmtruppen außer Gefecht zu setzen. Aber Moment mal, wurden Druidenkracher denn nicht eigentlich immer nur für Druiden eingesetzt? Und sollte die Rüstung der Kloner sie nicht eigentlich vor der Strahlung schützen? Vergleichen wir doch einfach mal gemeinsam die Fakten aus dem Star Wars Universum und beantworten diese Frage. Auf diesem Kanal versuche ich, euch laufend neuen Star Wars Content zu produzieren. Vergesst also nicht, den Kanal mit einem Abo zu unterstützen. Druidenkracher kannten wir schon, als Star Wars The Clone Wars noch in den Kinderschuhen steckte. Die Kloner setzten zwar auch Sprengstoffgranaten ein, aber wenn es darum ging, die Heimat der Unschuldigen unbeschädigt zu lassen, größere Mengen von Druiden zu deaktivieren, ohne dass sie es bemerken, oder Druidikas durch ihren schützenden Strahlenschild hindurch auszuschalten, waren diese Druidenkracher stets das Mittel der Wahl. Druidenkracher ist nur ein umgangssprachlicher Ausdruck, den die Klone benutzten, genauso wie Klappergestell für die Kampfdruiden oder Körperkübel für die Phase 1 Rüstungen. Es handelt sich hierbei um EMP-Granaten. EMP ist die Abkürzung für Electromagnetic Pulse, also auf Deutsch elektromagnetischer Impuls. In der Physik gilt, dass ein jeder elektrische Leiter, an dem Spannung anliegt, also durch den Strom fließt, durch die Bewegung der Elektronen ein künstliches Magnetfeld erzeugt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Kopfhörer nicht richtig funktionieren, wenn das Handy direkt neben den Kabeln liegt? Ist im Grunde dasselbe. Und von einem elektromagnetischen Impuls spricht man dann, wenn diese Energie plötzlich freigelassen wird. Objekte, die besonders empfindlich auf elektromagnetische Strahlung reagieren, können dadurch Schaden nehmen, der je nach Spannung unterschiedlich groß sein kann. Geräte werden unbrauchbar, Datenspeicher werden gelöscht und auch das menschliche Nervensystem kann beeinträchtigt werden. Das bedeutet, Druidenkracher können durchaus auch gegen Menschen eingesetzt werden, da ihre Strahlung stark genug ist, um gesunde Individuen kurzzeitig außer Kraft zu setzen, aber ohne sie zu töten. Aber was ist mit der Rüstung der Klone? Es heißt ja immer, die Phase 2 Rüstung sei gegenüber EMP-Strahlung viel unempfindlicher als die Phase 1 Rüstung. Nun, das ist richtig. Allerdings betrifft das nur die elektronischen Bestandteile der Rüstung, also in erster Linie den Helm und das Comlink. Ein Problem mit der alten Phase 1 war, dass die Messinstrumente im Helm verwirrt und kurzzeitig unbrauchbar wurden, wenn die Klone Druidenkracher benutzten, was natürlich ein großes Risiko darstellte, da der Helm die Soldaten mit allen wichtigen Informationen über die Schlacht versorgte. Die Sensoren wurden mit den Phase 2 Helmen deutlich widerstandsfähiger, aber die Rüstung selbst wurde nur in Bezug auf physischen Schaden durch Blasterschüsse und Schrapnellen verstärkt. Aber wieso sehen wir dann nie, wie Phase 2 Klone durch die EMP-Strahlung Schaden nehmen? Die Antwort ist simpel. Im Kampf mit den Druiden werfen oder rollen sie ihre Druidenkracher in eine gewisse Entfernung, sodass nur der Feind ausgeschaltet wird. Aber wenn eine EMP-Granate direkt neben dir losgeht, dann ist das schon was ganz anderes. Ist nur ein eher kleines Detail, aber eines, das sicher Fragen aufwirft. So hoffe ich natürlich, ich konnte sie mit diesem Video beantworten. Generell hat mir die neue Folge sehr gut gefallen. In der Vergangenheit gab es immer ein paar Folgen, die sich eher mehr wie Füller anfühlten und ich will ganz ehrlich sein, nach der bombastischen ersten Folge etwas enttäuschend waren. Jetzt scheint es wieder ganz ähnlich zu werden. Nachdem es 3 Folgen lang wieder um den eigentlichen Plot ging, gibt es jetzt wieder eine Missionsfolge, in der Omega eine etwas kleinere Rolle einnimmt, aber dieses Mal fühlt es sich nicht wie ein Füller an, sondern eher nach klassischem The Clone Wars. Mit normalen Klonen, AT-TEs, einer beeindruckend schönen Kulisse und einem politischen Kernthema, das das eigentlich friedliebende Volk der Separatisten wieder ins Licht rückt. Aber was haltet ihr von der neuesten Folge von The Bad Batch? Und wie wird es wohl in der nächsten Folge weitergehen? Vergesst nicht, das Video zu liken und ein Abo dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat. Möge die Macht mit euch sein.